Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Manager 2019. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge und ich habe mir schöne neue Gäste eingeladen, wie zum Beispiel meinen heutigen Gegner. Hallo, mein Gegner. CMS. Dann habe ich noch diesen komischen anderen Typen aus dem Osten. Ja, hier, ich. Und den anderen Typen, den aus dem Norden, den wir eigentlich verdrängen wollen. Ja, wie verdrängen? Ja, wollten wir dich ersetzen durch Robinator, aber ja. Ach so. Hat, weil du keine Zeit gehabt hast. Ach so, ja. Toll, freut mich. Nein. Herzlich willkommen an den Robinator von hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach je, der wird bestimmt einen tolleren Job machen als ich, weiß ich Bescheid. Warum? Ich ruf ihn an, weißt du? Rufiest ihn an? Okay. Ja, genau. Gut. Genau, weißt du Bescheid? Der war schlecht. Spiele an. In dieser Hinrunde. St. Pauli und Dynamo wacken etwas, gerade Dynamo. Halt die Klappe. Ich wollte jetzt... Okay. Aber hey, der letzte Erfolg von St. Pauli, ne, gegen Köln, habt da doch alle im Kopf irgendwie, also das kann nach oben wieder gehen. Psst, ganz ruhig. Ja, die einzige Niederlage in Köln. Gesagt? Ach, bevor ich gegen Dynamo spiele, noch gegen Karl Zeiss Jena? Jawohl! Ein Testspiel. LOL? Ja, ich habe ein Testspiel am 13. Oktober. Schön. Ja, auch? Nö, keine Ahnung. Kalender? Wir kicken in Kalender und Kalender sagt nö. Ich habe ein Testspiel gegen... Ja, ich hab, du hast bestimmt ausgemacht, Uhr. Das Testspiel. Ich hab nichts ausgemacht. Nichts ausgemacht, Junge. Also werde ich einfach einen Co-Trainer überlassen können. Mach das. Das nächste Spiel bei mir steht an gegen unseren Freunde aus Sandhaufen. So. Jawohl, Sandhaufen. Ja. Und danach geht's gegen die Duisburger, ne? Und danach geht's gegen die, die noch weiter im Norden sind als ich. Und danach geht's zum Derby. Zum Hamburg-Derby. Und danach in den DFB-Pokal. Nice. So, von meiner Seite aus können wir loslegen. Ja, von meiner Seite. Ich hab schon auf weiter gedrückt. Nein, so. Nix Zeit. Nix Zeit. Ich immer kann, mit der Ruhe. Ihr müsst. Ach ja, es geht ja erst nach dem ersten Mal los. Ersten, ja, genau. Ja, beim Dann schaue ich mir einfach mal meine zweite Mannschaft an. Da läuft es eigentlich super momentan. Vor dem Dresden-Spiel, was trainieren wir denn da? Umgrätschen. Ja, grätschen ihn um. Ach ja. So, ja, Scouting-Berichte machen wir heute in dieser Folge auch. Ich bin die 13. beste Mannschaft im Sinne von Gegentoren. Ich habe auch schon 15 gelbe Karten. Wie viel habt ihr eigentlich? Ich weiß es nicht. Wenig. Startseite und die Teamstatistiken, da steht das eigentlich. Wir hatten von uns die beste Tor... Ach, ich. Wir hatten von uns die beste... Komm, machen wir weiter. Ja, ich bin schon noch weiter. Wir hatten am wenigsten... Ach, ich. Steht nur noch Flui. Ja, ich muss mal ein bisschen was umstellen. Immer mit der Ruhe. Ja, du, alles cool. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Wer hier der Älteste ist von uns, ne? Ich bin 25. Ich bin etwas älter als du. Deine paar Jährchen da. Ja, ja. Veteran Tiffert stellt Rekord als ältester FC-Erzgebirge Aue-Torschütze auf. So viel zu Ältesten, ne? What the fuck? Mit 36 Jahren trifft er das Tor. Er trifft das Tor. Ole, ole. Oleola. Ich spiele jetzt gegen Kiel. Leverenz ist fraglich, Muskelfaseres hat er. Wo steht denn Kiel eigentlich? Oh, 10. Das ist nicht so schlecht. Simon würde sie weiter unten tun. Sehen wollen. Ja, am liebsten auf Platz 18. Oder besser gesagt auf Platz 19. Wartet mal. Dynamo Dresden wurde bei Dynamo Dresdens deutlicher 1-4 Niederlage gegen den HSV in der zweiten Bundesliga 90. Minute ein unstrittenes Tor aberkannt. Baris Atik war ungehalten darüber, dass sein Tor nicht anerkannt wurde, was laut dem offensiven Mittelfeldspiel den Ausgang des Spiels beeinflusst hat. Ist eine Option. Vorfall irgendwie ansehen. Auch nicht, weil es stand schon 4-1. Halt die Klappe. Alter, Huddersfield geht übelst ab, die sind 9. Geil. Wenn ich mir das Highlight ansehen möchte, sehe ich die beiden Aufstellungen. Burnley ist 3. What the fuck? In der Premier League. Burnley. Heftig. Highlight brauchst du den ja auch nicht. Ah, jetzt sehe ich das Highlight. Okay. Berghof verletzt. Sevilla ist letzter, ne? In Spanien. Nach 6 Spielen. Läuft war da wirklich im Abseits? Das ist die Frage.
Das diskutierst du jetzt mit deinen Fans aus. War der wirklich im Abseits? War nicht im Abseits. Sollen die reinschreiben bei dir? Schiedsrichterdaten. War der Schiedsrichter? Scheiße. Der Schiedsrichter ist schuld. Ja, wartet der ist auf oft mich, ne? Schuld. Ja, wie passt immer. Schon. Nichts wird. Tschüss. Danke. So, gut, dass ich bei mir die Pause gemacht habe in der Aufnahme. Ich überlege mir wirklich, den Alex Meyer zu verpflichten. Ja, mach das doch. Ja, der ist aber zu alt, der ist genau... Weißt du, einen erfahrenen Spieler zu haben in den eigenen Reihen ist nicht immer das Schlechteste. Könntest du ihn doch auch holen, Emmon. Ja, eventuell könnte ich ihn auch holen, aber vielleicht warte ich etwas darauf. Oder auf oder auf jemandem warte ich. Die Bundesliga ist nach 6 Spielen, das ist spannend. So, ich habe eine Nachricht bekommen anscheinend. Schön. Nachanalyse, okay. Ja, aber das ist ja das, was ich ja später mir nochmal im Video angeguckt habe. Ungefähr genau das ist das, was er mir hier... Okay, dann brauche ich das nicht. Mitarbeiter. So, heute ausnahmsweise nichts im Hintergrund. Alter. Was denn? Mein Ohr. Bin ich wieder zu laut? Ja! Okay, ich stelle das Mikrofon etwas ein wenig weg. Nein, alles gut, alles gut. So. Wie einfach Dynamo immer noch kein Unentschieden hat. Halt die Klappe. Bin leicht gereizt heute. Ja. Warum denn? Was ist passiert? Was ist passiert? Die viertgelange Serie ist passiert! Ach ja, mei, weißt du... Du hast 5 Niederlagen in... Ach nee. Nee, hat er nicht. Halt! Aber im DFB-Pokal ist er weitergekommen. Testspiel gegen Dortmund verloren. Rage Crit. Das zähle ich nicht, das war ein Testspiel mit der zweiten Mannschaft. Ja. Neuwahlen beim FC Erzgebirge Aue, wollt ihr mich verarschen? Ja, sorry, aber das hat es doch gezählt im letzten Teil. Helge Leonhardt ist für eine dritte Amtszeit berechtigt. Puh. Zum Glück, ich brauche keinen anderen. Das wär's doch. Oh, bei mir gibt's einige verschiedene, die eventuell antreten könnten, beziehungsweise vielleicht präsent werden könnten. In wie vielen Tagen ist das Spiel? In 6. Samstag. Was ich auch gemerkt habe, dass vielleicht meine Trainingssessions vielleicht etwas zu intensiv sind. Die Spiele sind übrigens immer Samstag. Nur ja, ich wusste, welchen Wochentag wir aktuell haben. Sorry. So, meine Probetrainings sind auch bald durch. Das siehst du da auch oben immer rechts da oben. So, Spielplan für die nächsten 2 Wochen. Wichtige Pressing. Termine im Oktober. Mhm. Ja. Oh nein. So, wichtige Termine im Oktober. Ja. Ja, die U19 spielt das Hamburg Derby. Dann spielen die auch noch hier. Dann ist das wichtige Spiel genau in der Regionalliga der zweiten Mannschaft gegen den VfB Lübeck um die Tabellenspitze. Und unten DFB-Pokal, eventuell Auslosung für die Runde 3, je nachdem, wie mein Team sich schlägt, im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum. Immer ach, wenn gegen den ist doch, wer ist gegen Bochum ausgeschieden? Magdeburg. Flui. Ja. Immer und wenn deine Mannschaft gegen Lübeck spielt, lässt du deine Mannschaft dann extra schlecht spielen? Ich hatte doch in allen Sessions schon gesagt, mein Ziel ist es, mit der zweiten Mannschaft aufzusteigen. Also. Manchmal muss man leider auch Opfer bringen dafür. Ui. Sind da aus. Ach, Dritter sind sie. Na, also das Ziel ist ganz klar, von der zweiten Mannschaft in die dritte Liga aufzusteigen. Und einfach mal zu gucken, ob vielleicht eventuell das ein oder andere Talent dann eventuell sogar für die erste Mannschaft gut genug ist, um dann dort zu spielen. Weil in der dritten Liga kannst du deutlich mehr Erfahrung sammeln als in der vierten. Meine zweite Mannschaft kann nur Testspiele machen. Ja, meine auch. Also meine U19, meine ich damit. Ja, aber das liegt ja daran, bei dass... Bei mir ist es Magdeburg 2. Ja, ja, ich... Das also ist bei halt in keiner Liga anscheinend.
Nee, der Punkt ist der, dass einige Profiteams mal vor einigen Jahren gesagt haben, dass sie ihre zweiten Mannschaften zurückziehen, weil sie meinen, dass das nichts bringt. Die kosten nur. Richtig, genau. Perfektes Beispiel ist Bayer Leverkusen. Die haben eigentlich eine super, super Jugendabteilung. Ne? Die haben ja auch genug Geld. Ja, die haben auch super gespielt in der Regionalliga West. Es ist alles super. Und urplötzlich ziehen sie ihre zweite Mannschaft zurück, wo man sich so dachte, so, das, was? Warum? Das war auch bei RB Leipzig so. Die hätten vielleicht fast sogar den Aufstieg geschafft in Liga 3 und dann haben sie ihre Mannschaft zurückgezogen. Ja. Also von daher, ich weiß nicht. So, ja. Mein Verein macht Minus die letzten Monate, aber das ist alles halb so wild. Ich hab Minus 1 Million gemacht. Ich 1,5. Ach gut, da bin ich halt doch nicht so schlecht. Ach. Ich hab 2 Probedinnings. Okay, ich hab aktuell, glaube ich, 4. Mal gucken, wie sie trainieren. Boah. Einer wäre auf alle Fälle was für meine U19. Mhm. Und der andere, naja, mal gucken. Ja, bei mir gucke ich grundsätzlich wegen den ganzen Spielern, ob sie eventuell wirklich als Backup-Spieler gelten könnten. Ja, ich möchte auch welche für meine U19 verpflichten, die ich dann später hochziehen kann, also solche 16-Jährigen. Hm. Ja. Hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann hatte Ruffy gesagt, dass wir vielleicht nur 2 Jahre spielen. Was, ja. Ja, wir planen einfach für mehr. Also, man weiß ja nie, weißt du, heutzutage. Ich würde auch länger spielen, also. Ja, wir gucken, mir macht das Spaß, obwohl ich aktuell die defensivste, die schlechteste Serie habe. Die Magdeburg hat Mai-Probetraining angeboten. Aha, so, weiß ich Bescheid. Ich habe hier jetzt meine Jobsicherheit, die ist ein bisschen mehr über die Hälfte. Meine ist gesunken. Wer hätte das gedacht? Größter Pluspunkt, die Freude der Fans nach Magdeburgs überzeugendes 3:0 über Arminia Bielefeld in der zweiten Fußball-Bundesliga war ein besonderes Highlight. Kritikpunkt, sie sind besonders verwirrt, warum so viele Taktiken in den letzten Spielen zum Einsatz kamen. Ich wechsle einfach zu oft. Ich bin der Niko Kovac der zweiten Liga. Ernsthaft? Ja. Krass. Und Stille kehrt ein. Ja, ich lese mir gerade hier eine Diskussion durch, weil einer der Spieler rumjammert von wegen, es ist alles so schlecht. Und das wollte ich jetzt meinem Kapitän übergeben, dass der ihn da ein bisschen aufmuntert und der versteht nicht, warum ich ihm das übergeben möchte. Also ich habe mit dem Spieler privat gesprochen und der hat dann gesagt, ja, okay. Leck mich doch am Arsch. Lass mich in Ruhe, es ist alles doof. Ja, die wollen halt mehr Spielpraxis, aber. Ja, sowieso weit weg. Lass mich in Ruhe. Weil das Problem bei mir ist, dass diese Spieler immer jammern, die im Endeffekt sich ständig verletzen. Was soll ich machen, weißt du? Was soll ich tun? Die verletzen sich, dann können sie nicht spielen. Ja, bei mir ist es aufgrund von Leistungstechnik, sodass die Spieler einfach, die so rumheulen, einfach leistungstechnisch auf dem Platz einfach zu wenig geliefert haben. Deswegen halt einfach nicht in der Startformation stehen können. Es nervt mich immer noch, dass ich trotzdem jetzt mal eine Chance ausnahmsweise. Aber für wen? Ja, das ist so die Frage, weißt du, du hast eigentlich so eine Startformation, dann hast du so einen Spieler, der rumrollt und dann will der in der Startformation spielen und du denkst dir so, wen sollst du jetzt rausnehmen? Ja, aber andersrum, hey, weißt du, dann kannst du gegebenenfalls, weil es dann nicht so funktioniert, wie er es selber meinte, dass er wollte, dann nach einer halben Stunde auswechseln und sagen, okay, du hast deine Chance gehabt, du hast mich enttäuscht, gut, ausgewechselt und tust den Stammspieler wieder rein. Zwar hast du natürlich dadurch ein Wechselkontingent weniger, dadurch, dass du relativ früh wechselst, aber andersrum kann der nicht sagen, er hat nicht gespielt. Du hast ihm ja die Chance gegeben, dass er spielen kann. Gott sei Dank habe ich das ja bei EA ja eigentlich in der Regel nicht, dass meine Spieler rumjammern, dadurch, dass ich enorm viel rotiere. Ja. Oh, ich habe 210.000 Euro gerade ausgegeben. Warum? Ich habe mein Datenanalysezentrum gerade verbessert. Aha. Aber das war ungewollt mit. Au. Oh, das ist schlecht. Oh. Ich wollte einfach mal Zustimmung bekommen vom Herrn Vorstand.
Da ich das in so einer Form bekomme, hätte ich ja nicht gedacht, aber hat wohl funktioniert. So, meinerseits wir weiter. Ja, auf mich haben wir gewartet. Mal ach wieder. So. Also kein Problem, weißt du, passiert. Sorry. Immer mit der Ruhe. Was ist eigentlich alles mit Ruffy? Der ist eigentlich so die ganze Zeit so still. Er ist konzentriert. Er ist konzentriert bei der Sache. Ja, endlich können wir mal labern. Ja. Normalerweise redet er uns in Grund und Boden. Also. Ich fand es einfach interessant, das mal ein bisschen zuzuhören, ohne meine dumme Meinung einzubringen. Also, da hat jemand erkannt, dass seine Meinung nicht die beste ist. Gut, das wollte ich auch gerade sagen, aber ich dachte, hey, halt deine Klappe, halt deine Klappe. Bra. So, vielleicht hole ich den wirklich. Mir hat man nicht gesagt, dass er schlecht wäre. Na, gleich. Aber für eher, glaube ich, für die zweite Mannschaft dann, ne? 4 Tage noch bis zur Niederlage von mir. Du wirst mich wahrscheinlich zerstören. Nein. Meine Taktik kann gar nicht so schnell trainiert werden. Die mir weiterhelfen würde. Okay. Wow. Komplette Innenverteidigung. Mein Torwart, mein rechter Flügelspieler und mein Stürmer sind im Team der Woche. Sauber. Das ist Mendel, Kempe, Rapka, Kutalua, Rizzuto, Baumgart und Krüger. Das sind 7 von 11 von Aue in der 11. Woche. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, nur Holtby, Janjicic von Hamburg, Seufert von Bielefeld und Duckfuß von Sandhausen sind noch drin. Zu geil. Was ist Dynamo? Was? Wollen wir weitermachen können? Ja, ich hab schon weiter gedrückt. Aber. Ist das traurig? Was ist traurig? Das heißt, dass er sich darüber freut? Er kann sich doch darüber freuen. Die 11 der Woche ist traurig. Ach. Ja. Man muss so eine scheiß bisschen Farbe überall. Bei den Vertragsverlängerungen ist mir jetzt gerade was sehr Interessantes aufgefallen, dass du jetzt zum Beispiel sogar einen Vorschlag von deinem Vorstand bekommen kannst und das kannst du, wird sogar gar nicht sofort abgeschickt, sondern du kannst es sogar noch bearbeiten. Ja. Jo, du kannst so sagen, dein Vorstand kann macht die Vertragsverlängerung. Ja, das hatten wir aber das Thema schon durch. Flügelspieler 28. Ich warte und ich warte. Derzeit auf Zweitliganiveau. Fortsetzen. Vielleicht ist der interessant. So, der hier. Nö, uninteressant. Der hier. Junger Spieler, 21 Jahre. Könnte eine wichtige Figur abgeben. Könnte. Probetraining. Und Vertragsverhandlungen, okay. Schauen wir mal. Weil einer meiner Probespieler, den habe ich doch Interesse und denke, vielleicht für die zweite Mannschaft ist er richtig gut. Deswegen möchte ich doch da jetzt in der Hinsicht vielleicht schon einen Vertrag aushandeln. Gucken, ob das vielleicht nicht. Reicht aber nicht. Kann ich das nicht einfach jemanden anders? Aber hoffentlich wartet ihr nicht auf mich. Nee, ich bin auch noch am Arbeiten. Keine Sorge. Ersatzspielerprämie. Gott, sowas gibt es. Ersatzspielerprämie. Gehaltserhöhung bei Aufstieg. Komm, dir kriegst du gar nichts mehr. Ja, ganz ehrlich. Weißt du, wenn der Spieler noch schon so viel verdient, dann braucht er hier nicht gleich, ne? So, Bonus kriegt er das, Vertragstyp, Vollvertrag, Spieler, am besten heute, Vertragslänge, nehmen wir mal 3 Jahre. Torprämie, kriegt er. Obwohl nicht zu viel, ne? Wenn er zu viel Torprämie kriegt, aber fast so viel Torprämie kriegt wie Auflaufprämie, da ist er doch motivierter, Tore zu schießen, oder nicht? Ich glaube schon. Naja, wenn du so viel Geld ausgeben willst, dann viel Spaß. Ganz ehrlich.
La 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 la. Scout-Empfehlung. Es ist schwierig. Ich würde das gerne jemand anders übergeben, aber das ist halt, glaube ich, nicht möglich, ne? Ersatzspielerprämie. So, nehmen wir das. Sehr schön. Bedenkzeit, jop, krieg ich da. Ab dafür. Perfekt. So. Eine Woche, sehr schön. Kann Stammspieler werden, sehr schön, weiter. Sehr schön, weiter, immer auf dich. Ja, im Endeffekt... Alle E-Mails gehen zu Immon. Ja, im Endeffekt ist es ja einfach so. Jetzt hieß es eben so von wegen, mein Probespieler ist da. Da wollte ich natürlich gucken, wie es aussieht. Ach so. Wuhu! Spieler verletzt. Wieder, was ist mit dir los heute? Boah, was? Aha, so, okay, weiß ich Bescheid. Zwei meiner Spieler sind für die Nationalmannschaften nominiert. Ja. Es ist schon wieder Länderspielpause. Aber in der Karibik ist Länderspielpause. Naja, was. So, also. Sami möchte spielen, hat er gesagt. Aber er theoretisch spielt er in der zweiten Mannschaft. Also, ich weiß nicht, was. Spielt in der zweiten Mannschaft, der wird aber der Nationaltrainer meckert so von wegen, gib ihm doch mehr Einsatzzeiten. Mach ich doch in der zweiten Mannschaft. Es ist doch nicht zu glauben. Das passiert, wenn du Nationalspieler hast und dann irgendwelche Nationaltrainer kommen und sagen, gib ihm mehr Einsatzzeiten, damit er ordentlich spielen kann. So, jetzt kann ich direkt weitermachen. Ich habe alles schon erledigt. Jo. Vielleicht gebe ich das wirklich dem Management ab. Mit den Transfers. Na Mensch. Mit den Transfers auch noch. Ja, ich hatte eben gerade gemerkt, dass es naja, relativ... Am Ende macht, ich habe das privat bei meinem Schalke-Dingens. Ja. Ist das hier in dieser Karriere auch so, dass du, wenn Halbjahr, also Winterpause ist, dass die Spieler teilweise dann ablösefrei den Verein verlassen können, wenn sie dann halt Vertragsende sind? Ich glaube, das geht im Laufe der Rückrunde. Musst du in Amerika und in Saudi-Arabien und China gucken auf dem Markt. Also, um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, ich habe das bei meinem Schalke Privatstand gemacht und da hat der Heidel halt, ich habe Spieler auf Transferziel hinzugefügt und dann hat er Angebote dafür gemacht und am Ende konnte ich dann sagen, okay, ich möchte den für das Geld, was Heidel angeboten hat, bekommen. Der macht dann, glaube ich, auch direkt, also du kannst auch sagen, dass er auch die Vertragsverhandlung machen soll und dann guckt er auch, kannst du auch selber sagen, okay, cool, ja, für das Geld machen wir Vertragsverhandlungen und so. Also im Endeffekt kann ich dann sagen, ist das eine Scheiße, der hat Alter. Ein Angebot gemacht für Bruma von Wolfsburg für keine Ahnung wie viel, aber ich dachte, nee, so viel nicht und da habe ich dann das Ganze abgelehnt und die Verhandlungen sind dadurch gescheitert und das war nichts. Da habe ich gesagt, er soll nach einem anderen Spieler sich umsehen. Welchen Bruma wolltest du denn? Von Wolfsburg. Wow. Beziehungsweise den hatte ich nur in meiner Scouting-Liste drin und der hat dafür den ein Angebot gemacht, obwohl ich den nicht mal zum Transferziel hatte. Naja. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viel Transferbudget wir bekommen werden zur Halbserie. Also natürlich auch interessant. Kann man das Geld da auch wie in FIFA so ein bisschen skippen, dass du mehr Geld dann hast für... Ja. Du gehst auf Finanzen, dann gehst du auf Budgetanpassung und da kannst du den Hebel nach links und rechts drehen.
Aber da es zurzeit noch kein Transferbudget gibt, kannst du den Knopf, also den Punkt, da auch nicht nach rechts und links ziehen. Das hin und her zu verwalten. Mehr Transferbudget, weniger. Weiter. Gut, dann also Transfers gebe ich jetzt mal ab. Direktor. Wir sind im Oktober. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt gerade neue Spieler zu verpflichten. Ich versuche jetzt schon Spieler zu verpflichten. Nämlich Spieler, die im Endeffekt Probetraining bei mir gemacht haben und wo ich sage, ja, den kann man mal nehmen. Den möchte ich mal haben für die zweite Mannschaft. Um sich da dann durchzusetzen und dann in der ersten Mannschaft zu spielen später. Also, Neuverpflichtungen. Also ich habe schon auf weiter gedrückt, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, das liegt an mir, weil ich jetzt hier gucke wegen Transfers und alles mögliche. Mann, ey, die Spieler wollen so viel Kohle, ey. Ich habe so viele Spieler, dessen Vertrag endet. Warum kann ich jetzt nicht auf Fortfahrt drücken? Wo denn wird der Name? Erstmal Verhandlungen abbrechen, meine Fresse. Ja, das ungefähr so ist es mir eben auch gegangen. Deswegen hatte ich so lange gebraucht, weil ich gedacht habe, Ja, das ist total scheiße. Du kannst überhaupt ja keine Vertragsverhandlungen richtig machen. So, drei neue Nachrichten. Ja, natürlich geht das. Favorit. Oh, ich bin mal Favorit in einem Spiel. Ich bin begeistert. Sprechung wegen persönlich. Ach, das ist die Geschichte, ja. Jetzt kommt der Spieler an und jammert wieder. Ja. Gut. Mit ihm direkt besprechen, weil über andere geht das wahrscheinlich nicht so. Ah, je. Was die teilweise an Geld haben wollen, das ist witzlos. Oh Mann, ich hab Bock auf das Spiel. Aber ich bin nicht der Favorit. Ich bin Favorit. Was, bin ich Favorit oder was? Ja. Löw lässt Götze außen vor. Was? Good job. Deutschland Stars gestrichen. Mit welcher Farbe? Ja. Manuel Neuer verletzungsbedingt nicht dabei. Mögliches Spielerdebüt von Kai Havertz und Lorius Karius. Glaube ich nicht. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Lorius Karius? Ja. Ich glaube nicht, dass der Löw jemals sowas machen würde. Bei Lorius Karius! Ist da jetzt egal. Hier hat er den Fehler nicht begangen. Ja. Doch, hat er den Fehler nicht begangen. Hier den anderen Fehler entwickelt er sich vielleicht gut. Das ist halt ein Spiel. Ja, und überhaupt früher, vor einigen Jahren, als er noch bei Mainz gespielt hat, fand ich ihn wirklich als richtig talentierten Torwart. Und ich hätte auch gesagt, dass er in, weiß ich nicht, 2-3 Jahren vielleicht sogar als die Nummer 2 oder Nummer 3 des deutschen Tores stehen könnte. Ja, aber nach den Aktionen, die er dann in Liverpool abgezogen hat, war er dann weg. Ja, das ist die andere Sache, weißt du? Es war ja nicht mal das Champions League Spiel, es war ja schon die komplette Saison so, dass er einfach nicht die Leistung geliefert hat und das Champions League Finale war einfach nur bitter, aber er hat einfach die komplette Saison nicht gezeigt, dass er auf so einem hohen Niveau das spielen kann. Diese Verpflichtung von Alisson Becker war ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei, weil jetzt dieses eine Champions League Spiel schlecht gespielt hat, sondern hat er über eine komplette Saison schwach gespielt. Ja. So. Musst du natürlich dementsprechend reagieren. Schon der nächste Spieler, der rumjammert, aber ich weiß gar nicht, wie fit er jetzt ist.
Fit? Ich weiß, dass ihr aber auf mich wartet. Kein Problem, immer mit Ruhe. Alles wie immer. Weil wenn er Barcelona fit wäre, dann Menu. Wäre er doch in der Startaufstellung, dann dürfte er doch spielen. Aber wahrscheinlich ist er nicht fit. Na, erstmal gehe ich jetzt hier kurz weiter, dann könnt ihr weiter. Ach, das ist schon weiter. Aber dann kann ich jetzt mir angucken, warum er dann rumjammert. Weil eigentlich spielt er doch, oder nicht? So. Geht er jetzt eigentlich gleich schon zu dem Tipp? Ja. Ich tippe. Ja, versuch's einfach. CMS, versuch's. Soll ich wieder beginnen? Zurück in die dritte Liga mit mir. Alles klar, ich beginne mit Magdeburg gegen Dynamo Dresden. Also Dynamo hat ja echt gerade nicht so einen guten Lauf. Wünsche mir aber, dass es irgendwie, dass sie das wieder hinbekommen. Magdeburg ist sowieso gut drauf. Ich denke, ein Unentschieden, da werden beide zufrieden. Dann, was gibt's noch für ein Spiel? St. Pauli gegen Sandhaufen. Ich bin natürlich für Sandhaufen. Ja, das wäre ja, alles andere wäre ja also, auch logisch. Also, wer nicht für Sandhaufen ist, der hat die Welt nicht verstanden und ich bin gegen Kiel. So. Okay, dann mache ich weiter. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Also ich hatte beim letzten Spiel gegen Arminia Bielefeld beim letzten Spiel auch nicht so einen guten Lauf. Und jetzt spiele ich auch noch mit einer neuen Taktik. Meine Mannschaft ist unzufrieden, dass ich so viel wechsle. Deswegen könnte es vielleicht auf ein Unentschieden hinauslaufen. Sandhaufen muss gewinnen. Aue gegen Kiel. Ich tippe auf den Sieg von Aue. 2-1. Jawohl. Wer ist jetzt von euch dran? Weiß ich nicht. Ich muss mir die Spiele mal angucken. War gerade bei der Taktik. Ja, Magdeburg-Dresden. Magdeburg gewinnt das Spiel. Mit 2-1, würde ich sagen. Dann das Spiel Aue gegen die aus dem Norden. Gewinnt Aue natürlich, klar und deutlich, mit 3-0. Ja, mein Spiel, also dadurch, dass wir jetzt im letzten Spiel gewonnen haben gegen Köln, ist es möglich, dass wir das Ding auch gewinnen. Also ich hoffe mal, dass wir das gewinnen mit 1-0. Schauen wir mal. Fehlt jetzt nur noch CMS. Naja, ich hoffe, dass Aue und B gewinnen. Oh, jawohl, ey, CMS. Gut für meine Tabellensituation. Das ist mein Boy, ja. Ich brauche einen Unentschieden. Ist so übelst jammern so. Ich brauche einen Unentschieden. Das ist nicht getippt, das ist nur hoffen, dass es passiert. Das ist schon klar. Also mit einem Remis wäre ich auch zufrieden. Dann hätte ich 12 Punkte nach 8 Spieltagen. Warte mal, gut, ich spiele halt auswärts, also ein Unentschieden wäre nett. Ja, auswärts Unentschieden immer gut. Zu Hause dann Sieg wäre immer so Wunschdenken. Dass wir zu Hause immer so gewinnen und manchmal auch Unentschieden und auswärts immer mal ein Unentschieden mitnehmen. Dann ist können wir jetzt mal weitermachen? Ja, ich bin wie gesagt hier wieder am Diskutieren mit den Leuten. Elbklassiko. Welches Elbklassiko? Ach, das ist ja Elbklassiko, stimmt. Als ob. Pass auf, merkt euch die Regeln, ne, mit diesen Pause machen und so. Wie war das? Nee, dass ich euch dann einen von euch dann in die Dingens. Gib mir dann mal während des Spiels Tipps. Muss. Also. Ihr sollt nicht beide gleichzeitig alles machen. Ihr sollt euch absprechen. Ja. Wenn einer Pause macht, darf auch nur da was verändern, der Pause drückt. Du darfst auch, aber auch nicht Pause drücken, wenn du nichts veränderst. Also du musst, wenn du Pause drückst, auch was verändern. Alles klar. Wenn du Pause drückst, darf der andere aber nicht wechseln. Das heißt, du müsst das abwechseln machen. Der andere darf einfach nichts machen, wenn du Pause drückst. Dynamo Dresden Spiele für TV ausgewählt. Dynamo gegen Aue. Union gegen Dynamo. Ey, jetzt habe ich hier dadurch durch meine Diskussion habe ich jetzt ein. Oh nein. Was jetzt? Eine Ausstiegsklausel von 10.000 für Finn Becker? Okay. Nein, aber diverse Spieler sind unzufrieden mit meiner Politik, wie ich die Leute da angehe. Immer raus! Dritter raus! Jawohl. Der Spielerstreit angezettelt. Ach du Scheiße. Ausrufezeichen Trainer. Das in dieser Tabellensituation. Ja. 4 Punkte auf Platz 17. Ja. Ausrufezeichen Trainer, sag ich da. Ja. Es ist nicht zu glauben. So sieht's aus. So sieht's aus im Schneckenhaus. Ja. Ja, schauen wir mal. Also, das sind 4 Spieler unzufrieden jetzt. Jawohl. 2 davon sind Stammspieler. Und einer ist Finn Becker.
Oh! Jawohl, ja. Finn Becker raus! Die kannst du erstmal für die U19 lassen. Wer nicht spurt, wird in die U19 geschickt. Nee, ich, also so will zweite. Ich ja nicht vorgehen. Genau. Ja. Aber das ist es ja. Alle, die sich aufregen, ab in die zweite. Ja, du wirst verliehen nach Nordkorea. Dann wird er was. Du kommst erst wieder, wenn du Bitte und Danke gelernt hast. Ja. Aber vielleicht war ich auch einfach zu hart zu einem Spieler. Ich will nicht sagen, was ich erzählt habe. Das könnt ihr euch selber später in der Folge mal merken. Gesagt, so übelst schlecht trainiert, obwohl die Bewertungen eigentlich durchschnittlich waren. Nur, dass er halt das Schlechteste von den Meine zweite Mannschaft hat verloren. Oh, mein U19 hat gegen RB verloren. Meine hat nicht gespielt, weil ich keine hab. Meine U19 hat verloren. Meine hat das auch das wichtige Derby verloren. Das ist natürlich doof. Ich auch. Also das nicht vorhandene Derby gegen RB. Gründe sind doch, dass er alle Derbys da in der Regionalliga oder was? Nein. Bitte. Nee, gegen mich, gegen mich zum Beispiel stimmt. Nicht. Weißt du? Stimmt. Ja, ich muss schon wieder weitermachen. Richtig viele Beratergebühren gezahlt, what the fuck? Ich hab schon auf weiter gedrückt. Steuern, 6 Euro. Sorry, ich hab schon wieder eine E-Mail. Ich hab bei Finanzen, bei Ausgaben Steuern, 6 Euro. Ein bisschen Steuer hinterziehen geht immer so. Ah, das darfst du hier nicht laut sagen. Was? Hab's gesagt. Aha, Clemens Fandrich, Robert Jendrusch kann spielen. Pascal Trestrot ist nicht fit. Ja, schön. So, dann sind wir ja schon mal bei der Auswahl, liebe Freunde. Macht euch breit. Ja, ich muss wie gesagt jetzt überlegen, welche Spieler ich denn jetzt einsetze und welche keinen Bock haben. Ist natürlich auch doof. Ja, dementsprechend muss ich jetzt mal gucken. Also, Spieler unzufrieden, Spieler leicht zufrieden, unzufrieden. Jawohl, so gefällt mir das. Du spielst doch erstmal nicht mal gegen ihn. Ja, ich weiß, aber er will mich einfach niedermachen. Ja, weil du mich im Pokal rausgehauen hast. Ja. Pokal ist nicht mein Wettbewerb. Ja, dann sei doch einfach froh, dass du raus bist. Pokal ist mein Wettbewerb und ich bin rausgeflogen. Was soll ich sagen? Tja, ich bin bereit zum Spiel.